Samuel wurde beschuldigt, Hexer zu sein und lebte deshalb 4 Jahre lang auf der Straße. Heute geht er zur Schule und vor kurzem wurde er wieder in seine Familie eingegliedert. Jedes Mal, wenn ich unterrichtete, stand Samuel an der Tür. Und das gab mir zu denken, man muss die Familie dieses Kindes finden. Bei der Suche konnten wir zunächst eine seiner Tanten ausfindig machen. Es gab einige Schwierigkeiten, aber wir waren hartnäckig und so hat uns die Tante die Adresse von hier gegeben. Ich war von Samuel schwanger, doch sein Vater hat die Schwangerschaft nicht anerkannt. Ich habe ihn zur Welt gebracht. Ich habe ihn erzogen und wir haben ihn zur Familie seines Vaters gebracht. Wir haben ihn bei seinen Großeltern gelassen. Sie haben ihn aufgenommen und sie waren es, die Samuel auf der Straße gelassen haben. Sie wussten nicht, dass er auf der Straße lebte? Wir haben es mehrere Jahre später erfahren. Heute ist Josephine mit José verheiratet. Sie haben zusammen 4 Kinder. Ich kenne Samuels Geschichte gut. Auch ich habe darunter gelitten. Das ist ein Mensch. Man musste ihn zurückholen. Aber die Freude ist da. Bei uns, bei den Kongos, sagt man, wenn du den Safut-Baum magst, dann musst du auch seine Frucht mögen. Ich liebe diesen Baum. Wie könnte ich da die Frucht verstoßen? Deshalb müssen wir Samuel bei uns haben. Damit er versteht, dass ich sein Vater bin und dass wir den Weg gemeinsam gehen können. Seit 3 Wochen ist er jetzt in seiner Familie. Er ist froh, da zu sein. Geschichten wie die von Samuel gibt es viele hier. Wir sind in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, Kinshasa. Einer Stadt mit 8 bis 10 Millionen Einwohnern. Nach 30 Jahren Alleinherrschaft des Präsidenten Mobutu und 10 Jahren Bürgerkrieg kämpfen die Menschen hier täglich ums Überleben. Diesen Monat führt euch Net for God in die Straßen von Kinshasa. Zu den Kindern, die von ihren Familien verstoßen und jetzt Tag und Nacht am Kreisverkehr Ngaba in der Gemeinde Makala leben. Mit Arnold und François sind wir in ihr Hauptquartier gegangen. Man nennt sie hier Chege oder Faseur. Pour se nourrir. Um sich zu ernähren, müssen sie kleine Arbeiten machen. Sie sammeln zum Beispiel Kohle, die sie dann weiterverkaufen. Mit diesem Geld versuchen sie, den ganzen Tag zu überleben. Die einzige Art dieser Kinder, mit anderen in Beziehung zu treten, ist Gewalt. Um zu essen, um etwas zum Anziehen zu haben, müssen sie kämpfen. Letztlich müssen sie ihr ganzes Leben lang kämpfen, um sich zu versorgen. Ils doivent se battre pour s'assumer, en fait. Hier auf der Straße kümmern sich die großen Chege um die kleinen. Ich lebe auf der Straße, seit ich 13 bin. Ich bin jetzt 25. Ich lebe seit 12 Jahren auf der Straße. Was hat dich auf die Straße getrieben? Das Leid hier hat mich auf die Straße getrieben. Wir sind im Kongo. Wir sind zu 11 in der Familie. Meine Eltern verdienten nicht genug, um sich um uns alle zu kümmern. Deshalb bin ich jetzt auf der Straße. Ich habe auch ein Kind, das heißt Chris, aber es ist nicht hier am Kreisverkehr in Ngaba. Da ich auf der Straße lebe, leben meine Frau und mein Kind auch auf der Straße. Aber ich liebe meine Tochter sehr. Sie ist etwa 5 Jahre alt. Ich würde gerne arbeiten, so wäre ich wenigstens jemand unter den Leuten. Musik
Taylor ist heute 13 Jahre alt. Seine Mutter konnte ihn zu Hause nicht ernähren. So war er gezwungen, auf der Straße nach Essen zu suchen. Seit er 8 Jahre alt ist, ist der Kreisverkehr in Gaba sein Zuhause. Jeden Tag geht er ins Zentrum Ndako ya Biso, ein Zentrum, das von der Gemeinschaft Chemaneuf betreut wird und das Kinder, die auf der Straße leben, aufnimmt. Dort suchen die Betreuer eine Lösung, um Gelor wieder in seine Familie einzugliedern. Wir haben Gelor schon zweimal wieder eingegliedert, aber seine Mutter ist so arm, dass sie es nicht schafft, sich um ihn zu kümmern. Weder Geld noch zeitmäßig. Aber wir haben seinen Vater ausfindig gemacht, der eine gute Stellung als Direktor beim staatlichen Stromkonzern hat. So sind wir mit Gelor zu ihm gegangen. Wir haben zusammen gebetet, damit Gelor stark sei, wenn er seinen Vater treffe. Und als wir ankamen, hat Gelor seinen Papa angesehen und zu ihm gesagt, was hast du zu ihm gesagt? Papa, c'est Mike. Er hat zu ihm gesagt, weißt du, wer ich bin? Da sagte der Papa zu ihm, ja, du bist mein Sohn. Und Gelor hat ihn gefragt, und weißt du, wie ich heiße? Weißt du, wie dein Sohn heißt? Da schaute der Papa zu Boden, weil er es nicht wusste. Und danach haben die beiden sich die Zeit genommen, um zu reden. Und jetzt berät sich der Papa mit seiner neuen Frau, um eine Lösung zu finden, um ihn aufzunehmen. Wasser im Haus. Ja, bei Mama gibt es Wasser im Haus. Aber bei Papa vielleicht nicht. Willst du zu Papa oder zu Mama? Du willst einen Papa. Da hat er angefangen zu weinen und als er sah, dass sein Vater Akten hatte, dass er schreiben konnte, sagte er, mein Vater kann schreiben, Französisch sprechen und er lässt meine Mutter und mich im Elend. Er hat mir nie schreiben oder lesen beigebracht. Und er möchte gern zu seinem Vater, damit er ihm lesen und schreiben beibringt. Wie Gelor werden etwa 40 Jungen zwischen 6 und 18 Jahren jeden Tag im Zentrum Ndako ya Biso aufgenommen und betreut. Dort können sie essen und medizinisch versorgt werden, Wäsche waschen und Alphabetisierungsunterricht bekommen. Die Mission hier ist ohne Zweifel ein Kampf. Und zwar zuerst ein Kampf gegen das Elend. Im Grunde genommen gegen das, was ein menschliches Gesicht zerstören kann. Wenn eine Mutter ihr Kind aussetzt, dann entspricht das absolut nicht der afrikanischen Kultur, der menschlichen Natur. Um so weit zu kommen, muss man einfach unter einer Armutsschwelle angelangt sein, wo jeder auf sein eigenes Überleben beschränkt ist. Und im Grunde genommen kann man nur beginnen, sich zu geben, wenn man weiß, dass der Herr einem etwas zum Leben gibt. Eines der schönsten Zeugnisse sind für mich unsere ehrenamtlichen Mütter, die jeden Tag den Straßenkindern etwas zu essen machen. Es sind oft Frauen, die wie die meisten Frauen in diesem Land leben. Sie haben nicht mal unbedingt jeden Tag etwas zu essen für ihre Familie. Und dennoch haben sie beschlossen, reihum jeden Tag zu kommen und für die Straßenkinder zu kochen. Einfach, weil die bedürftiger sind als sie. Ich glaube, es war Abbé Pierre, der gesagt hat, man kommt aus dem Elend erst heraus, wenn man in der Lage ist, sich um jemanden zu kümmern, dem es schlechter geht als einem selbst. Diese Kinder verwandeln uns in vielen Dingen. Sie verwandeln unsere Traurigkeit. Als mein Mann starb, fühlte ich mich verlassen. Ich ging in die Kirche. Ich war damals eine Sonntagschristin und kümmerte mich um überhaupt nichts. Als er starb, fand ich, dass es besser wäre, mich ganz hinzugeben, zu Jesus zu beten, den Straßenkindern dienen zu gehen.
Ich habe mich in den Dienst der anderen gestellt. Das hat mir viel Freude gegeben. Die Straße ist überhaupt nicht der natürliche Ort für ein Kind, sodass es zwangsläufig Gewalt anwenden muss, um zu überleben. Solange das Kind sich nicht erlaubt, wieder Kind zu sein, das heißt auf die Erwachsenenwelt angewiesen zu sein, bleibt es in dieser Beziehung der Gewalt, die es von der Erwachsenenwelt trennt. Wenn das Kind zu uns kommt und einfach eine Geste der Zärtlichkeit sucht, wenn das Kind sich erlaubt, wieder ein Kind zu werden, dann wissen wir, dass etwas gewonnen ist. Und das ist die Grundlage für alles. Dann kann die Wiedereingliederung beginnen. Damals hatte ich Schwierigkeiten, mit Gloire zu leben, denn er war verhext. Wie kann ein Elternteil das aushalten? Ich wohnte in Limbayimbu, aber ich bin in eine Gruppe nach Kasavubu gegangen. Der Verantwortliche hieß Papa Nchala. Ich bin mit Gloire in diese Gruppe gegangen, damit das Kind von der Hexerei befreit würde. Was habe ich Gloire angetan? Ich habe ihm wirklich Unrecht getan. Ich habe ihn aus dem Haus gejagt, weil er störrisch war. Er schlief dann in verfallenen Häusern. Gloire wurde beschuldigt, Hexer zu sein und fand sich im Juni 2004 auf der Straße wieder. Ich bin ein Mensch, ich bin kein Tier. Mein Herz ist kein Stein, sondern ein Herz aus Fleisch. Vorher hatte ich den Wunsch, zur Schule zu gehen. Ich hatte wirklich nicht vor, auf die Straße zu gehen. Dass es so weit mit mir kam, dass ich auf der Straße landete. Mama beleidigte mich. Sie sagte mir, dass mich niemand aus der Familie mochte. Das hat mich wirklich gestört. Also habe ich beschlossen, Abstand zu nehmen, sie zu verlassen. Bevor ich ging, sagte ich noch zu meiner Mama, ich gehe, aber du wirst sehen, dass eines Tages jemand anderes meine Schulgebühren bezahlen wird und Gott wird mir helfen. Als ich das sagte, hatte ich keine Ahnung, wohin ich gehen würde. Wir haben Gloire am Kreisverkehr in Garba getroffen und ihn im Zentrum aufgenommen. Als er im Zentrum ankam, haben wir ihm zugehört. Und deshalb haben wir die Familie, die Mutter, wiedergefunden. Und wir haben die Vermittlung begonnen, während der wir versuchen, dass das Kind sich mit seiner Mutter versöhnt. Als sie kamen, arbeitete ich im Garten. Ich drehte mich um und sah einen Mann in Begleitung von Gloire kommen. Ich hatte wirklich Angst. Arnold sagte zu mir, Mama, hab keine Angst. Er hat mich gefragt, Mama, kannst du mir erklären, wie das Kind das Haus verlassen hat, um auf die Straße zu gehen? Ich habe ihm alles erzählt. Ich habe ihm erklärt, wie ich das Kind aus dem Haus gejagt hatte. Dann habe ich meinen Sohn um Vergebung gebeten, weil mir klar wurde, dass ich ihm wehgetan hatte und was ich ihm angetan hatte, dass ich ihn zum Schäge gemacht hatte. Seit Januar 2006 lebt Gloire mit seiner Mutter und seinem kleinen Bruder in der Gemeinde Selembau. Meine Mama hat mich um Vergebung gebeten und ich habe ihr alles verziehen. Ihre Vergebung hat mir die Freude gegeben, nach Hause zurückzukommen und auch die Freude zu lernen. Außerdem arbeite ich im Garten. Darum hatte ich Gott gebeten. Herr, hilf mir, einen Ort zu finden, wo ich meinen Garten anlegen kann. Ich könnte die Produkte verkaufen und mir so wenigstens etwas kaufen.
Und Gott hat mein Gebet erhört. Ich habe darüber mit einem meiner Freunde, Oda, gesprochen. Und er sagte zu mir, wenn du willst, dass wir arbeiten gehen, dann müssen wir erst meinen Vater fragen. Wir sind hingegangen und heute arbeiten wir zusammen in einem Garten. Das Projekt des Zentrums Ndako Yabiso hat es möglich gemacht, innerhalb von 2 Jahren mehr als 120 Kinder in ihre Familien wieder einzugliedern. Nicht weit vom Zentrum entfernt wurde die Schule St. Christine dank des Einsatzes vieler Menschen aus dem Kongo innerhalb von 2 Jahren wieder aufgebaut. Eines außerordentlichen Solidaritätsnetzwerks von Patenschaften mit Frankreich und Tschechien gehen heute hier mehr als 1200 Kinder in die Vorschule, Grundschule und zur Berufsausbildung. Wir haben viele Mädchen, die den ganzen Tag durch die Straßen streiften, die nichts taten. Und die Folge sind vorzeitige Schwangerschaften. Nun aber, da wir sie betreuen, können wir ihnen einen Beruf geben, damit sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Die Mädchen müssen gute Hausmütter sein. Sie müssen ihren Haushalt führen können. Beim Wiederaufbau ging es nicht nur um die Gebäude. Es ging darum, zu versuchen, ein Lehrerteam aufzubauen, eine Fraternität von Lehrern, die zusammen beten und austauschen, was sie mit den Kindern erleben. Es geht darum, eine Pädagogik der Einheit aufzubauen. Eines unserer Anliegen ist es, dass die Lehrer ein ausreichend hohes Gehalt bekommen, damit sie nicht die Hälfte ihrer Zeit damit verbringen, anderswo Geld aufzutreiben, um für die Bedürfnisse ihrer Familien aufkommen zu können. Lucie, eine junge Französin, ist Mitglied dieser Lehrerfraternität. Sie lebt seit mehreren Monaten mit der Gemeinschaft in Kinshasa und nimmt am Projekt JET – Jugendliche im Ausland teil. Wenn ich mit diesen Kindern zusammen bin, geben sie mir viel mehr, als ich ihnen gebe. Ich glaube, da erlebe ich wirklich das Evangelium. Ich habe den Eindruck, der Herr hat diesen Leib, die Gemeinschaft geschaffen, indem er einen nach dem anderen berufen hat, um diese Mission zusammenzutragen. Heute leben 25 Menschen aus 6 verschiedenen Ländern in der Gemeinschaft Chemaneuf in Kinshasa, in diesem Haus im Rigini-Viertel. Männer und Frauen, Priester, geweihte Ehelose und Familien, alle haben beschlossen, sich in den Dienst der Kirche zu stellen, in der Nachfolge des armen und demütigen Christus. Der Herr ist mir begegnet und ich bin dem Herrn begegnet. Das Gebet hilft mir bei der Arbeit, vor allem mit den Straßenkindern, mit den Chegés. Es ist wirklich das Gebet, das in mir die innere Kraft wachsen lässt, bei diesen Kindern zu bleiben. Ich komme aus Kongo-Brazzaville. Als ich hierher kam, stellte ich mir viele Fragen über das, wie hier gelebt wurde. Aber ich merke immer mehr, dass im Zentrum dessen, was wir mit allen unseren Nationalitäten sind, eine Person ist, die da ist und die uns an sich zieht. Das ist Jesus. Das Wichtigste ist für mich zu wissen, dass ich mich auf die anderen, auf meine Geschwister stützen kann und dass ich nicht allein bin. Ich versuche nicht allein vorwärts zu kommen, sondern mit den Brüdern und Schwestern. Thank you.
Das Gemeinschaftsleben ist ein kostbarer Schatz. Es ist auch ein zerbrechlicher Schatz. Deshalb haben wir sehr regelmäßig Zeiten in Gemeinschaft, Versöhnungszeiten zwischen uns, weil wir wissen, dass der Bund zwischen uns lebenswichtig ist. Es ist lebenswichtig für jeden Einzelnen von uns, aber auch für die Mission, für das, was uns der Herr anvertraut. Es sind diese Beziehungen, die man Tag für Tag schützen muss. Schwester Eliane aus der Elfenbeinküste ist seit September 2004 Hausmutter des Gemeinschaftshauses. Ich bin in Kinshasa angekommen und als ich dann um mich herum die Menschen und die Lebensbedingungen sah, merkte ich, dass ich alles mit der Situation in meinem Land verglich. Ich sagte mir, aber in meinem Land ist das nicht so. Als ich sah, wie einige junge Frauen hier gekleidet sind, sagte ich, das ist komisch, bei uns macht man das nicht so. Und ich konnte schnell ins Vergleichen und Richten fallen. Die andere Sache war die, dass wir viel über das sprachen, was wir erlebten, über all die Anfragen und Bitten. Viele klopfen bei uns an, weil wir Ordensleute sind. Es stimmt, wir lachten darüber, aber manchmal haben wir Vorurteile aufgebaut. Und was mir half, meine Ansicht über die Personen und Umstände zu ändern, und vor allem anders über die Situation zu sprechen, war die Anwesenheit von Geschwistern, die aus diesem Land stammten. Mit dem Wissen, dass einige meiner Geschwister aus diesem Land kommen, sagte ich mir, ich kann mir nicht erlauben, in dieser Weise über ihr Land zu sprechen, aus Respekt vor ihnen. Ich musste Respekt vor ihnen haben. Und ich erinnere mich, dass dies auch ein Anlass für mich war, meine kongolesischen Geschwister um Verzeihung zu bitten, für die Art und Weise, in der ich über Dinge, die ich sah, sprach. Das hat mich verändert und mir geholfen, anders über die Situation zu denken. Auch zu wissen, dass in meinem Land der Elfenbeinküste Krieg herrschte, half mir, mich nicht so wichtig zu nehmen. Es stimmt, wenn man von der Elfenbeinküste und dem Kongo spricht, dann spielt die Elfenbeinküste doch eine wichtige Rolle. Und ich glaube, dass ich unbewusst sehr stolz war. Ich war stolz darauf, aus der Elfenbeinküste zu kommen. Und angesichts dessen, was die Elfenbeinküste erlebte, habe ich hier gelernt, anders über die Situation zu reden. Das hat meinen Stolz ein bisschen gemindert. Ich habe gelernt, mich selbst weniger wichtig zu nehmen. Denn egal aus welchem Land wir kommen, wir erleben alle ähnliche Situationen mit Krieg, Konflikten und Schwierigkeiten. Ich hatte also die Situation in der Demokratischen Republik Kongo nicht zu verurteilen, weil es die gleiche Situation in meinem Land gibt. Vielleicht auf einer anderen Ebene, aber doch die gleiche Situation. Ich hatte das, was ich sah, zu respektieren und es einfach vor den Herrn zu bringen. Die Freundschaft mit Jesus ist viel wichtiger als mein Leben. Die Freundschaft mit Jesus ist wichtiger als mein Leben. Ich betete und spürte, wie dieses Wort langsam in mir hochstieg. Zunächst war ich erstaunt und sagte mir, Herr, du musst doch nicht übertreiben. Ich habe dir schon mein Leben gegeben. Also wenn die Freundschaft mit dir jetzt auch noch wichtiger als mein Leben sein muss, das ist doch unmöglich. Aber es gab da etwas, das stärker war als ich. Denn dieser Satz kam immer öfter wieder. Nach einiger Zeit habe ich dann selbst begonnen, diesen Satz zu sagen. Die Freundschaft mit Jesus ist viel wichtiger als mein Leben. Und je mehr ich es sagte, desto mehr spürte ich, dass darin etwas Wahres lag, dem ich zustimmen sollte. Ich musste einfach zustimmen. Und als ich hier im Haus ankam, hat sich das bewahrheitet. Viens, viens, chérie.
Wir werden sehr oft angefragt. Viele Menschen kommen und klopfen an unsere Tür. Sie bitten uns um Hilfe, weil sie Hunger haben oder Geld brauchen. Wir gaben ihnen Geld oder etwas zu essen. Aber ich merkte, dass je mehr wir ihnen gaben, desto mehr klopften sie. Und manchmal waren es die gleichen, die 3, 4, 5 Mal wieder kamen. Nach einiger Zeit begann es mich zu nerven. Und weil ich genervt war, hörte ich auf, ihnen etwas zu geben. Aber dann hatte ich doch Gewissensbisse. Und ich spürte, dass ich es brauchte, zu dieser Gegenwart Gottes in mir selbst zurückzufinden. Diese Einsamkeit des Herzens war notwendig, weil es der Ort ist, an dem der Herr mich wirklich an ihn bindet, damit eine echte Gemeinschaft mit den anderen möglich wird und ich auch auf die Menschen draußen in der Welt zugehen kann. Was der Herr von mir verlangte, war nicht mehr Großzügigkeit. Das war nicht zu geben, einfach nur zu geben, bis ich nicht mehr konnte und genervt war. Aber was der Herr von mir verlangte, war vor allem, ihm zu gehorchen. Denn dieser Gehorsam richtete mich wieder auf ihn aus. Der Gehorsam stellte mich dahin, wo der Herr auf mich wartete, wo er mich brauchte. Und da habe ich gespürt, dass der Herr mich einlädt, die Menschen zu empfangen. Einfach deswegen, weil es Menschen sind. Als Ehepaar haben wir uns entschieden, Jesus nachzufolgen. Gott hat uns alles gegeben. Er hat uns das Leben und die Kinder gegeben. Bertie und Ignace Boulouemé sind beide Lehrer. Sie wohnen in der Gemeinde Kalamu und postulieren in der Gemeinschaft Chimaneuf. Als ich 1997 in Frankreich beim Weltjugendtag war, wurde ich von meiner Tante in Argenteuil bei Paris empfangen. Und weil ich jung war, hat meine Tante einen Mann gesucht, der mich heiraten wollte. Zu dieser Zeit war ich mit Ignace verlobt. Dieser Mann ist gekommen und hat mir alles angeboten. Aber ich habe ihm gesagt, dass ich schon Lebenspläne mit jemandem hatte. Und sie fanden mich ein wenig komisch, weil im Kongo alles etwas durcheinander war. Und zu dieser Zeit sangen kongolesische Musiker: In Afrika war die Hitze und in Europa. Europa ist das Paradies, Afrika ist die Hölle. Und sie stellten mir immer diese Frage: Willst du wirklich in die Hölle zurückgehen, wo du doch jetzt ins Paradies gekommen bist? Ich sagte, ich möchte lieber zurück in die Hölle, um im Frieden zu leben, weil ich sonst Gewissensprobleme habe. Ich habe entschieden Nein gesagt. Sie haben mich nicht verstanden. Jeder wünscht sich zu reisen, den Kongo zu verlassen, Afrika zu verlassen, um nach Europa zu kommen. Aber das gefiel mir nicht, weil ich schon mit Ignace, der hier neben mir sitzt, verlobt war. Und ich finde, ich lebe im Frieden an seiner Seite. Ich bedauere es nicht, diese Heirat in Europa abgelehnt zu haben. D'avoir refusé ce mariage-là en Europe. Ich glaube, wenn jeder anfängt, dieses Land zu lieben und sich an die Arbeit macht, gibt es eine Chance, dass die Dinge sich verändern. Jesus ist eine Lösung. Denn wer an Jesus glaubt, wird ein neuer Mensch. Das heißt, er handelt nicht mehr wie früher. Er handelt in Christus. Il n'agit plus comme dans le passé, il agit comme étant dans le Christ. Wenn heute alle an Jesus glauben und umkehren, wird Jesus die Herzen verwandeln und die Herzen werden die Welt verwandeln. In
diesem Monat können wir mit den Worten von Schwester Eliane für dieses Land, die Demokratische Republik Kongo, beten. Ich habe gelernt zu beobachten. Ich war zu ergriffen, um nicht Halt zu machen und zu schauen. Das hat Fragen in mir aufgeworfen über Gott, über den Menschen. Und ich erinnere mich, dass ich oft gesagt habe, Herr, das ist ein Mensch. Herr, das ist dein Vater. Und schau, in welcher Situation er ist, in welcher Situation sie ist. Und in meinem Herzen stieg ein Gebet auf für diesen Mann, für diese Frau. Und das führte mich wirklich in die Fürbitte für das, was ich sah. Das Wort des Monats steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Verse 18 und 19. Diese Worte des Propheten Jesaja, die Jesus in der Synagoge von Nazareth gelesen hat, sind das Fundament der Berufung der Gemeinschaft Chemaneuf und der internationalen ökumenischen Fraternität. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Es ist möglich, wie Lucie und viele andere Jugendliche verschiedener Länder, für ein oder zwei Jahre mit der Gemeinschaft Chemaneuf auf Mission zu gehen, im Rahmen des internationalen Volontariats JET. Heute leben die Jugendlichen von JET in 15 Ländern mit der Gemeinschaft und sind im Dienst der Ärmsten. Wenn ihr an der Mission der Gemeinschaft Chemaneuf in Afrika oder in anderen Ländern, in denen sie existiert, teilnehmen wollt, oder wenn ihr die Mission finanziell unterstützen wollt, könnt ihr uns eine Mail an netforgod@chemin-neuf.org senden. Bitte sendet eure Geldspenden entweder per Scheck an die Gemeinschaft Chemaneuf oder per Überweisung auf das Konto der Gemeinschaft. Alle notwendigen Daten stehen auf dem Bildschirm.